Hitzeschlacht auf der Anlage des BTC Gropius statt. Der Tennisverband Berlin-Brandenburg veranstaltet hier die Midcourt-Verbandsmeisterschaften der U9. Die Kids trotzen den Temperaturen um die 30 Grad, spielen fantastisches Tennis und nach zwei langen Turniertagen haben sich zwei Talente den Sieg absolut verdient. Ja, also ich habe nicht gedacht, dass ich das heute gewinne und ich finde das einfach cool. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht. Es fühlt sich toll an, weil man da auch also einen riesen Pokal kriegt. Man freut sich dann und es ist ein tolles Gefühl. Es war ein sehr toller Tag, finde ich. Tolle Gefühle verspüren nicht nur die beiden Gewinner der Meisterschaften. Getreu dem Motto "Dabei sein ist alles", haben auch die weniger erfolgreichen Tennistalente Riesenspaß an ihrem Sport. Ich finde es gerade sehr gut. Gestern war es auch sehr gut. Schönes Wetter hier und ist gut. Es ist gut gelaufen. Ich kämpfe jetzt noch um den dritten Platz und es war ein super Turnier. Wie die Kids ist auch Turnierleiter Roland Göring mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Der Verbandsjugendwart des TVBB nutzt das Turnier für die Sichtung der Stars von morgen. Denn Talent ist bei den Kindern dieser Altersklasse bereits zweifelsfrei zu erkennen. Also das ist die Altersklasse, in der wir als Verband eben anfangen zu sichten, unsere Sichtung auch durchzuführen. Unter anderem auch mit diesem Turnier und auch mit weiteren, die noch kommen. Also hier kann man sehr wohl schon Talente erkennen. Natürlich ist noch ein sehr, sehr langer Weg nach oben. Diesen sehr langen Weg geht momentan ein ganz besonderer Gast. Das 16-jährige Berliner Tennistalent Rudi Mollecker steht in der Herren-Weltrangliste auf Platz 907, bei der U18 auf Platz 19 und hier eben neben dem Court und schaut den Kids über die Schulter. Ich wollte mal schauen, die nächste Generation an Tennis, was die Kids so hier am Tennis zeigen und was die nächsten zukünftigen TVBB-Spieler zu bieten haben. Ja. Auch bei der Siegerehrung unterstützt die Deutsche Tennishoffnung und steht danach selbstverständlich für die Kids zur Verfügung. Schaut euch die Gesichter an, einfach klasse. Dennoch hat das Spitzentalent einen kleinen Wunsch. Also ich finde es ehrlich gesagt schade, dass die Kids im Midcourt spielen, weil ich damals selber auf dem großen Feld angefangen habe auch zu spielen und klar waren die Bälle drucklos und klar waren es nicht 100% Bälle und trotzdem würde ich schon gern sehen, dass die Kids auf dem ganzen Feld spielen, weil es am Ende trotzdem dazu kommt. Die Midcourt-Verbandsmeisterschaften der U9 des Tennisverbandes Berlin-Brandenburg enden mit lauter Gewinnern. Hauptstadtsport TV wünscht wie immer viel Erfolg. Auch weiterhin.